Hallo, ich bin hier in Wien vor dem geschichtsträchtigen Burgtheater auf dem original Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathausplatz. Und was auf den ersten Blick auffällt, ist, mit wie viel Liebe, mit wie viel Licht hier alles geschmückt wurde. Und nicht nur der Weihnachtsmarkt selber, sondern auch die Zugangsstraße zum Weihnachtsmarkt. Es ist wirklich eine Augenweide, es müssen Millionen von Lichtern sein. Wunderschön. Da oben brennen die vier Lichter auf diesem riesengroßen Schwibbogen. Das heißt, eigentlich brennen erstmal nur drei. Ist ja völlig logisch. Es ist eine bezaubernde Atmosphäre und außerdem gibt es nur hier den Original Wiener Christkindlmarkt-Punsch. Und der ist wirklich eine Zungenweide. Prost! Unbedingt mal probieren, wenn man hier ist. Hi und hallo, ich bin gerade in Wien auf dem Weihnachtsmarkt vor der Karlskirche. Der gesamte Karlsplatz ist überspannt mit Lichtern. Und was diesen Weihnachtsmarkt besonders macht, ist, dass es hier kaum Fress- und Saufbuden gibt, wie das in Deutschland halt oft ist, sondern dieser Weihnachtsmarkt ist vorrangig ein Handwerkermarkt mit jeder Menge selbstgestalteter Kunst. Und nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch hier Punsch. Ich habe hier einen ganz fantastischen Marillenpunsch, in dem sogar eine halbe Marille schwimmt. Hallo, ich bin hier in Wien auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Museum für moderne Kunst oder kurz MUMOK. Und natürlich darf ein Weihnachtsmarkt vor einem Museum für moderne Kunst nicht aussehen wie jeder andere Weihnachtsmarkt auch. Statt heimeliger Holzhütten haben wir hier Stahl- und Glasgebilde und statt weihnachtlich besinnlicher Musik läuft Easy Listening House Musik, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das macht eine ganz andere Stimmung. Auch die Dekoration in den Bäumen ist völlig anders, nicht überladen mit tausend Glitzersternchen und so. Das macht Spaß hier zu sein und außerdem gibt es hier auch einen ganz ausgezeichneten Orangenpunsch. Hallo, ich bin hier in Wien vor dem Schloss Schönbrunn, wo es einen ganz wunderschönen, sehr weitläufigen Weihnachtsmarkt gibt. Mit vorrangig wirklich Handwerkskunst, aber auch mit nationalen und internationalen Delikatessen. Alles per Hand hergestellt, also die Handwerkskunst natürlich, Spielzeuge, Blechspielzeuge habe ich gesehen, Holzspielzeuge, Plüsch natürlich, ansonsten Christbaumschmuck, Glas, Keramik, Metall, Glasgravuren, Filz. Also alles wunderschön, fantastisch, gefällt mir sehr gut. Eben nicht diese Weihnachtsmarktkultur aus Essen und Trinken. Aber apropos Trinken, natürlich gibt es auch hier was zu trinken. Einen ganz fantastischen... Wo ist er? Wieso ist der Punsch dauernd alle? Hallo, ich bin hier in Wien auf dem Maria-Theresien-Platz. Und hier heißt der Weihnachtsmarkt nicht Weihnachtsmarkt, sondern er heißt Weihnachtsdorf. Weil hier gibt es ganz viele kleine Holzbütchen, wo man wunderschöne Sachen kaufen kann. Plüscheulen, Weihnachtsbaumkugeln, Spielzeug. Und da hinten, was man da so sieht, da zwischen den beiden Buden, das ist im Sommer in Springbrunnen. Jetzt natürlich nicht. Jetzt ist das, was im Sommer das Wasser ist, ist jetzt markiert durch Licht. Und das kann ja nicht beides da sein. Also entweder Licht oder Wasser. Das ist dasselbe, wie wenn zu Hause eine 220 Volt Glühbirne in die Badewanne geworfen wird. Es geht beides zusammen nicht. Ist wunderschön und es gibt hier auch einen ganz tollen, der heißt Elfenpunsch, ist mit Vanille und wird serviert in einem Weihnachtsmann. Aber der Weihnachtsmann hat keinen Kopf. Hallo, ich bin hier in Wien auf dem Prater. Hier gibt es einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt. Allerdings wird man so richtig das Gefühl nicht los, dass es den nur deswegen gibt, weil halt der Prater im Winter weitestgehend geschlossen ist.
Aber es gibt hier einen ganz tollen roten Glühpunsch. Hallo, ich bin hier am oberen Belvedere. Im Belvedere hängen viele bunte Bildchen, unter anderem von meinem absoluten Lieblingsmaler, dem Gustav Klimt. Viele bunte Bildchen, ganz total bunt. Und hier draußen sind viele bunte Lämpchen. Und da hinten ist ein Weihnachtsbaum, der ist komplett aus Schlitten gebaut. Und das ist alles mit den Lichtern hier total stimmungsvoll und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste, es gibt hier einen total tollen Klimt-Zühl-Punsch. Zimtglühpunsch. Zimtglühpunsch. Mit Zimt, genau. Hallo, ich bin hier auf der Freiung vor der Schottenkirche. Dieser Alt-Wiener Weihnachtsmarkt wird von vielen Wienern als der schönste Weihnachtsmarkt von ganz Wien bezeichnet. Ja, das ist okay hier, aber viel wichtiger ist es, hier gibt es einen ganz ausgezeichneten Punsch. Prost. Hallo, ich bin's. Und hinter mir dreht sich und vor mir dreht sich auch. Und hier gibt es einen ganz tollen Punsch, heiße Liebe. Heiße Liebe Punsch. Hi und hallo, ich bin, ja, wo bin ich denn? Da bin ich. Ich bin in Wien. Ich bin in Wien, Alter, ist das geil. Das ist toll, Wien ist toll. Also zur Weihnachtszeit, Wien ist toll. Entschuldigung. Im aktuellen Neulich... sind von mir Handlungen und Äußerungen getätigt worden, welche ich so aus mehreren Gründen nicht mehr nachvollziehen kann. Ich bin voll auf bewusst, dass ich eine Vorbildfunktion habe, welcher ich durch das gezeigte Filmmaterial nicht nachgekommen bin. Entschuldigung. Es lag nicht in meiner Absicht, übermäßigen Alkoholkonsum zu propagieren oder zu verharmlosen. Entschuldigung. Sollte dieser Eindruck entstanden sein, bitte ich aus vollem Herzen meine Familie, Kollegen und Freunde um Entschuldigung. Kenne dein Limit.